Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War. So, wir müssen hier runter. Achso, wir müssen erst das Seil spannen. Atreus kenne der bei den Prophezeiungen recht. Er stirbt blind in sein von Riesen geweissagtes Schicksal. Er verschwindet für 2 Tage, wird sich als ihr Streiter beweisen, der bei Ragnarök kämpft. Wie bitte? Ich kenne alle Ragnarök-Prophezeiungen. Es gibt keinen Streiter der Riesen. Tja. Groa hatte diese verborgen. Wegen dieses Streiters rafft Ragnarök die Welten nicht dahin. Nur Asgard wird fallen. Und Odin. Obwohl Odin also die ganze Zeit so von Ragnarök besessen war, fehlt ihm also ein wichtiger Baustein. Gut gemacht, Groa. Ja. Aber es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis Odin das rauskriegt. Ah, hier sind wir. Jetzt rutschen wir hier rüber. Okay. Kaputt? Atreus wird kein Spielball der Prophezeiung. Du stellst dich noch gegen das Schicksal? Selbst wenn es einen Sieg vorhersagt? Mein Sohn zieht nicht in den Krieg. Er ist kein Spartaner. Dann soll es auch bleiben. Entschuldigt. Sprich davon, deinen Sohn zu beschützen. Ist meine Tragödie dir nicht Lehre genug? Tja. Wir sollten unsere Zeit mit ihnen verbringen, nicht damit, das Schicksal zu bekämpfen. Wo sie Man recht weiß hat, nie, hat sie wenn recht. Jemand einem plötzlich diese Zeit nimmt. Ach, Freya, der hat schon vorher nicht mehr mit dir gesprochen. Es sind jetzt nicht wir dran schuld, ne? An diesem zerrütteten Verhältnis. Vor allen Dingen. Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, hätte sie ihn von diesem Fluch befreit und einfach mit diesem Mistelzweig einfach, weiß ich, in den Finger gepiekst oder so, ne? Dann wäre er doch rein theoretisch einfach wieder sterblich gewesen. Oder wäre er dann nach und nach trotzdem gestorben? Das ist die Frage, die ich mir stelle, weil er wollte es ja. Er wollte ja von diesem Fluch befreit werden. Und sie hat sich einfach drüber hinweggesetzt. Okay. Ah. Da komme ich nicht ran. Okay. Wie, wo, was? Was kann ich von hier aus tun? Oder komme ich doch an? Ich habe nicht richtig gezielt. Ah. Ich habe weit nach vorne gezielt. Okay. Ich sehe schon. Wir können nicht darüber. Wir müssen. Okay, wartet mal. Können wir den ziehen? Ah, wir müssen das... Über diese Inseln solltest du besser an die Fackel herankommen, nicht wahr? Ja, aber jetzt komme ich ja nicht hier ran. Ich kann ja hier nirgendwo landen, wartet mal. Wir müssen das... Ja. Kann ich von hier aus das Ding... Ja, es sollte klappen. Okay. Dann, wartet mal. Ja. Bewegung. Das war jetzt auch wieder nicht richtig. Habe ich das da? Ist das da? Das ist jetzt hier. Okay. Warte mal, jetzt bin ich. Was war hier? Moment. So, mit deinen Klingen kannst du die Fackel rüber
schwingen. Hui. Jetzt. So, und das. Gehen wir jetzt über die Brücke. Halt, Moment, hier war doch auch noch so ein Ding. Die brennt. Die da brennt aber noch nicht. Moment. Das müssen wir mal noch richten. Das können wir so nicht lassen. Okay, warte. Jetzt brennt sie. Okay. Ich krieg das sonst die Krise, wenn ich die Nonntruhe nicht aufmachen kann. Komm man da hin? So. Jetzt machen wir es wieder. Heißer Hopsasser nach da drüben. Dann drehen wir alles noch mal eins weiter. Und da unten ist die dritte Dings für die Nordruhe. So, perfekt. Gut. Wie kannst ausgerechnet du von allen Lebenden vor Krieg zurückschrecken? Nach all den Göttern, die du getötet hast? Ich kenne den Krieg und seinen Preis. Nach dem, was ich zahlte, um einen zu beenden? Die Frage ist jetzt nur, wo ist die Truhe? Das geschieht, wenn das wahre Böse nicht bekämpft wird. Truhe? Ja, cool. Also wir haben die Truhe aufgemacht, aber wo ist sie? Oh, warte, vielleicht unter der Brücke? Ah. Ich habe gerade eben nicht hinter mich geguckt. Yay, Rage erhöhen. Wupp, wupp. Jetzt bräuchte ich nur noch ein bisschen Leben. Jetzt aber zurück zur Sache. Aber merkt ihr, wie Freya sich uns langsam öffnet und mit uns redet und uns zuhört und vielleicht auch uns versucht, ein bisschen zu verstehen. Ich meine, ich glaube, vom rein rationalen Aspekt her versteht sie uns schon, aber sie ist halt einfach wütend, weil wir ihren Sohn getötet haben, was absolut verständlich ist. Ich meine, wer wäre da nicht sauer, ne? Ach, nee. Ich bleib einfach hier in der Spalte. Ich trinke noch mal einen Schluck. Ihr seht's, ne, was da kniet. Hm. Also das muss ja nun weiß Gott nicht sein. Ich möchte das nicht. Ich bin fast einer tot. Einer von Odins Hauptmännern. Mach dich bereit. Oh, nee. Ich bin noch fast tot. Ich habe keinen Auferstehungsstein gekauft. Ja gut, ich habe eh gerade niemanden, der mich auferstehen lassen könnte. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich den hier schon machen. Heio! Verballer gleich am Anfang die komplette Rage. Einfach in der Hoffnung, dass ich ihn gleich relativ gut runter gedamaged bekomme. Damit leben. Moment. Ich brauche Leben. Leben, Leben, Leben. Wo? Oh, irgendwo hier liegt doch da. Oh Gott. Könntest du mal bitte aufhören, das Ziel zu markieren, Spiel? Danke. Oh Gott, Mami! Aua, das tut doch weh! Lass das! Ach, shit. Oh, ich hab ein falsches Schild. Oh Gott, was hab ich mit meinem Schild gemacht? Ich hab den Schildframe ausgetauscht, ne? Ich habe spitze Hände. Liegt hier irgendwo noch Leben oder so?
Nee, ne? Scheiße. Hallo! Guten Tag. Also, es ist ja jetzt... Oh mein Gott! Nee, ich hab... Ich weiß nicht, was ich mit meinem Schiff mache. Ich hänge in der Ecke fest. Ich hänge in der Ecke fest. Scheiße. Ich hänge in der Ecke fest. Panik. Ich hasse die. Diese scheiß Ritter. Oh. Okay, Moment. Hallo? Wie sieht's denn aus? Okay. Oh, ich bin voll. Okay. Also, ich bin nicht voll voll. Ich bin mit Leben voll. Also, wisst ihr? Also, ich bin nicht jetzt betrunken voll. So. Auf die Fresse jetzt nochmal. Aber ich hänge doch schon wieder in irgendeiner Kackecke fest. Das ist doch hier nicht dein Ernst. Scheiße. Okay. Ich wollte mein Schild noch austauschen. Shit, das habe ich vergessen. Das hat jetzt so gar nichts gebracht. Oh. Autsch. Aua. Aua, 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 aua. Ich gebe hier gerade vollen Körpereinsatz. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich gehe hier voll mit. Oh Gott, Mami. Oh Gott. Ich will das halt doch mal ansehen. Halt doch. Wo ist er denn? Oh Gott. Gleich wieder töten. Das ist nicht gut. Oh, oh Gott, Mann. Scheiße. Ich hasse die. Endgegner Ritter. Ach, ich sag, warte, ich trinke noch einen Schluck. Ich muss mein Schild noch austauschen. Trink ASMR hier. Schild. Ich hätte gern wieder mein Steinmauerschild. Danke. Habe ich noch irgendeinen guten Schildzusatz? Nein, aber ich fühle mich mit dem Schild hier fühle ich mich irgendwie dreimal wohler. Okay, wenn was fangen. Ich baller nicht jetzt mal gleich am Anfang die Rage raus. Aua, ich bin. Das Problem ist, man kann hier teilweise einfach nicht ausweichen. Der schiebt einen immer so in die Ecken, der Typ. Oh Gott, ich sehe nichts. Wo ist er denn? Oh Gott, no. Ach, diesen Faktor. Macht der immer. Wenn man nah an dir dran ist, sodass du nicht wegkommst. Du kannst mich mal. Oh Gott.
Okay, kann man nicht blocken. Okay, warte. Reicht das jetzt mit meiner Rage, dass ich den kaputt kriege? Das ist nicht. Probieren's. Reicht nicht. Aber kriegen ihn relativ gut weit runter. Shit. Ich hab nicht zweimal gedrückt, ich Trottel. Ich hab nur einmal gedrückt. Ha! Oh Gott, 100 Jahre später. Fiske. Wie muss ein Sterblicher im Leben gewesen sein, um eine solche Macht und Autorität in Valhall zu erlangen? Danach zu urteilen, mit welcher Kraft er die Sense schwingt und sein Territorium verteidigt, vermute ich, dass er ein Bauer war, der die Waffen gegen irgendeine Bedrohung erhob und sich als guter Schlachter erwies. Und für seine Tapferkeit wird er nach dem Tod mit noch mehr Schlachten belohnt. Ich frage mich, ob er überhaupt eine Wahl hat. Falls ihr es im Hintergrund gerade gehört habt, ich glaube, mein Mann ist wieder da. Gott, ey, so wartet. Jetzt sind wir aber wieder mit dem Leben ziemlich runter, ne? Ja, jetzt krieg ich keine Lebensanzeige gerade. Ah, doch. Okay, Leben ist voll, aber Rage ist halt runter. Naja, gut. So. Ragnarök macht deinen Verlust nicht wieder gut. So wenig wie mein Tod. Für heute habe ich genug Binsenweisheiten aus deinem Mund gehört. Könntest du bitte einfach still sein und töten? Und schon macht sie wieder dicht. Mein Gott, wir haben gerade Fortschritte gemacht. Wir müssen in diese Richtung. Das heißt, wir gehen jetzt auch mal schnell das Loch. Wir kriechen hier die ganze Zeit durch irgendwelche Löcher, ne? Ich glaube, das ist etwa hier alles eingestürzt ist mit Brücken und so. Kommt jetzt hier was? Die Bronzestufe abgeschlossen. Steinhart. Oh mein Gott, hetz mich nicht. Ich muss looten. Was ist mit dir, Frau? Du bist ein Vogel. Du musst deine Waffen nicht verbessern. Du bist genauso wie Tier. Einfach absolut unbrauchbar. So, wartet mal ganz kurz. Entschuldigt, ich musste nur ganz kurz die Tür hier zumachen, weil mein Mann gerade einfach mal wieder den Fernseher angemacht hat. Und der Fernseher steht in so einem blöden Winkel hier zu dem Zimmer, dass vom Schall her der Ton vom Fernseher direkt hier in mein Mikro reingeht. Deswegen muss ich immer die Tür zumachen, wenn der zu Hause ist und ich was aufnehmen möchte. Weil ihr sonst die ganze Zeit im Hintergrund den Fernseher hört. Das wird jetzt auch die letzte Folge sein, die ich heute aufnehme. Es wird gerade wieder einfach viel zu warm. Gerade wenn ich jetzt hier die Tür zumachen muss, hält es hier drinnen nicht aus. Oh Gott. Puh. Ja, das war doch meine Folge. Ich bin ein paar Mal gestorben. Nico, freust du dich? Ich bin tot. Ein paar Mal. Okay, hier haben wir schon wieder so ein Ding. Da ist eine Kiste. Wir müssen da rüber, nehme ich an. Kommen hier Gegner? Haputsch. Da ist noch ein Haputsch. Da ist noch ein Haputsch irgendwo. Ich sehe es nicht. So, eine Kiste. Ich sitze halt auch heute echt wie ein Schrimp. Ich hätte sehr gern einen hochfahrbaren Tisch. So zu Hause für einen PC. Das wäre cool. Okay, ja, das mal. Ah, Haputsch. Was ist das? Ah, okay. Na also, hat geklappt. Das
war jetzt Zufall, dass wir das gefunden haben. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe das Ding weggemacht. Okay. Wir müssen auf jeden Fall oben lang. Da ist noch eine Kiste, die möchte ich auf jeden Fall haben. Ja, das ist die Richtung, in die wir müssen, ne? Da gehen wir mal noch nicht hin. So, Moment. Jetzt. Ach Gott, Axt. Ah! So, Moment. Also, wir müssen mit dem Ding. Ha! Okay, jetzt haben wir es schon mal da. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da wieder hoch? Ah, da war so ein Ding, sie. Wartet mal, ich habe gerade noch was gesehen. Nach Haputsch geguckt, nicht nach dem hier. So. Da ist die Kiste, die ich möchte. Na? Hallo? Sehr gut. Nee, wir lassen den, glaube ich, drin, den wir haben. Wir haben noch keine schweren Runenangriffe, ne? Also gar nicht. Ist der kaputt? Naja, sieht nicht so aus, ne? Okay. Nee, geht nicht kaputt. Gut. Sag mir nicht wieder auf zu töten. Was? Ich töte, um meinen Sohn zu schützen, meinen Freunden zu helfen. Aber ich bin niemandes Monster. Nie wieder. Das ist nicht deine Entscheidung. Nicht mit dem, was du mir schuldest. Ich bin nicht wegen Schulden hier. Ich hätte dir immer geholfen. Es wurde mir so vieles genommen. Und das soll ich einfach so hinnehmen? Nein. Genug. Hallo. Dich habe ich schon mal gesehen. Dich gibt's auch in der Zwischenwelt beim Baum. Okay, hier kommen wir nicht lang. Gehen wir. Wir müssen nur durch die Türen da vorne. Ah. Ich überlege, ob wir das jetzt in der heutigen Folge noch machen wollen, durch die Tür zu gehen. Ist das eine gute Idee? Ach. Wir haben gerade den Ritter besiegt. Dann schaffen wir das jetzt auch noch. Dann habe ich es hinter mir. Let's go. Da. Ich spüre die Quelle der Magie, die mich in Midgard hält. Was ist das hier? Mein Zuhause. Ich bin hier geboren. Sieht schön aus hier, ne? Beautiful. Ab durch den Deich. Okay. Moment. Irgendwas stimmt nicht. Opinbera. Weltenbaum Wurzeln zu Odins verdammten Knoten gebunden. So hat er das geschafft. Komm schon. Hab ich nur ein bisschen erschreckt. Hi. Taube? Das Wesen. Gehört es zu Odin? Nein, es schützt Yggdrasils Wurzeln, wo immer sie sind. Der Bastard hat damit gerechnet. Okay, warte, wie kriegen wir dich jetzt tot? Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich hier machen soll. Der Staat hat dir das beigebracht? Nicht zurückweichen!
Du hast jetzt ihre Aufmerksamkeit. Ja, klar. Meine Klinge ist stabil. Au. Hat Sparta dir das beigebracht? Du kannst mich mal. Du bist ein Kackvogel. Hilf mir lieber. Lenk die ab. Hallo, Niederge. Oh, aber dann ist das doch das Vieh, was wir in der Zwischenwelt am Baum gesehen haben. Der Drache. Ne? Ist doch dann so. Das hat er doch gesagt, dass das Niederge ist. Zieh es raus. Es darf dich nicht im Welten rissen. Jetzt haben wir es hübsch gemacht, glaube ich. Oh, was, Mami? Ich habe es versucht. Ich war nicht nah genug dran. Es ist immer noch im Weg. Ach, halt doch die Klappe. Ich gebe doch schon mein Bestes. Das ist gar nicht so einfach hier. Autsch. Oh Gott, Mama. Warte. Wenn ich die Vanaheim-Wurzel befreie, kann ich dir helfen. Die Kreatur schaffe ich schon. Kümmer dich um die Wurzeln. Ich versuch's. Ja, das müssen wir nochmal machen. Ich glaube, die bin gleich tot. Gott. Ich bin gleich hin. Ich kann immer. Ich bin langsam zu alt für sowas hier. Kannst du hier nicht endlich den Kopf abpacken? Kannst du nicht endlich die Schnauze halten? Gott, die ist ja schlimmer wie ein Tier. Alter. Wirklich. Tür stand wenigstens nur im Weg und hat die Klappe. Naja, gut, hat auch nicht die Klappe gehalten. Aber die ist ja schlimm, ey. Was ist mit der Frau? Ja. Hat halt nichts gebracht. Ich habe das gemacht. Es ist immer noch im Weg. Ja. Ich muss an die Wurzeln rankommen. Ja, ja. Ich weiß. Die Scheiße ist halt hier gar nicht so einfach. Hä? Wieso bin ich jetzt tot? Was habe ich verpasst? Wieso bin ich tot? Bin ich voll rein? Ich bin voll rein, ne? Ich darf nicht in diese Soße da rein. Ich darf nicht auf Abstand gehen. Ich muss an die Wurzeln rankommen. Ich weiß. Aua, mein Gott. Wenn ich Nibana hinbekomme, kann ich dir helfen. Die Kreatur schaffe ich schon. Ich habe dich um die Wurzeln. Gedrückt, meine Fresse, ey. Steh nicht rum. Beweg dich. Alter. Dieser Kampf hat mich beim ersten Mal schon komplett abgepackt, ne? Das macht es hier gerade nicht besser. Ich hab es. In diesem Fall. Jetzt mach hinne. Schnell. Endlich. Okay, danke, Freya. Hat sich aber eine Menge Wut angesammelt. Du bist frei. Ich bin Vanaheim, ja. Aber es gibt mehr Wurzeln. Sie beschützt sie mit ihrem Leben. Oh Gott, der Schwanz. Oh mein Gott, der Schwanz. Oh, Hilfe. Super Schwanz hier. Das klingt irgendwie falsch. Oh, shit. Alter. Du
Oh Gott. Was machen wir jetzt? Oh Gott. Perfekt. Wo ist sie denn? Reiß durch Weltenmesser an! Ich kann sie sehen! Nach runter! Deine Axt! Ziel auf meine Siegel! Was? Schön. Ziel auf meine Siegel, ja! Ich treffe nichts! Autsch. Ich sehe nichts, aber ist okay. Oh Gott. Autsch. Aua. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich gerade schwitze. Nicht so, dass wir hier eh schon 30 Grad haben. Nee. Aua! Ich bin gleich död. Das ist nicht gut. Ja. Ja, aber ich... Ja, es funktioniert. Ich brauche ein bisschen Leben. Es wird verzweifelt. Ja, sei auf alles gefasst. Ja. Ja, ich brauche... Oh mein Gott, ich sehe nichts. Vorsicht, links. Ja, ja. Aua. Ich wollte mir das Leben holen. Benutzt deine Beine nicht dein... Halt doch die Schnauze. Junge, geht die mir gerade hart auf die Nüsse? Sorry. Ich glaube, jeder, der diesen Kampf hier gemacht hat, kann das nachvollziehen. Wie hart die einem jetzt einfach auf Keks geht hier. Aua, ich weiche doch aus. Was ist denn mit dir, Spiel? Wow, wie süß. Den ersten krieg ich nicht ausgewichen, obwohl ich ihn kommen sehe. Ich verstehe es nicht. Muss weg, muss ja weg, muss ja weg, muss ja weg, muss ja weg. Bin gleich tot. Hier auch. Schon wieder. Wieder seinen Magen. Bereit machen. Steine nicht zu spucken. Ich habe ihm ein Siegel in den Bauch geschossen. Du weißt, was zu tun ist. Ja, ich versuch's doch. Stirb halt einfach. Holy shit.
verhindern wir! Arme Fee. Ich muss seine Macht über mich brechen und du bist im Weg! Leiser! Lieber! Eieieiei. Ich schwitze. Puh. Was das? Das war's. Es ist wirklich vorbei. Und jetzt, wo du hast, was du willst. Ich vermute, an diesem Punkt vergebe ich dir oder töte dich. Wie entscheidest du? Ehrlich gesagt, bin ich zu keinem davon fähig. Es gibt einen Teil von mir, der ist so voll Hass. Er wird es immer sein. Er wird immer hasserfüllt sein. Aber nein. Du bist nicht derjenige, der sterben muss. Das erkenne ich. Hör zu. Alles, was zwischen uns geschehen ist. Du brauchst nichts zu sagen. Mich zu mir. Mich deswegen. Ich bereue nicht, dich gerettet zu haben. Das werde ich nie. Aber die Entscheidung zwischen Leben und Tod hätte die deine sein sollen. Ich hätte dir die Wahl nicht abnehmen dürfen.
Das Amulett. Das Amulett ist ein einzigartiger Gegenstand mit erweiterbaren Plätzen für Zauber. Das Amulett kann verbessert werden, um noch mehr Plätze freizuschalten. Amulett auswählen. Dahin. Okay, wird ein Zauber aus der Liste erscheinen. Okay, das ist quasi wie bei Atreus. Das ersetzt quasi die Zauber in den Rüstungen, die im ersten Teil. Im ersten Teil konnten wir an jede Rüstung einen Zauber reinpacken. Und ich glaube, das Amulett hier ersetzt die Zauber in den Rüstungen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. So, wir haben bis jetzt nur den einen. Mehr haben wir nicht. Da ich jetzt wieder ich selbst bin, sollte ich mich meinem Bruder stellen. Und danach? Ich weiß es nicht. Es ist lange her, dass ich eine Wahl hatte. Das will ich einen Moment genießen. Okay, das machen wir ja. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bin durch. Der dieser Bossfight, ne? Holy shit. Der hat mich gerade echt Nerven gekostet und Schweiß. Und es sind hier über 30 Grad in dem Zimmer. Deswegen werde ich jetzt die Aufnahme auch für heute beenden. Wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Folge. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich versuche mich jetzt mal irgendwie zu trocknen hier. Holy shit, was für ein Kampf. Aber Freya ist jetzt wieder unsere Verbündete. Yay, wir haben sie wieder. Wie gut ist das einfach. Ich lieb's. So, und jetzt sage ich bis morgen. Macht's gut. Tschüss.